Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, zu einem neuen Bauvlog von uns. Ja, ein neuer Bauvlog. Ja, ich stehe hier gerade in der Küche und ihr seht, volle Beleuchtung, denn ihr habt schon im Titel gelesen, die Küche ist komplett fertig. Also, es fehlen noch ein, zwei kleine Sachen und dann ist die Küche wirklich komplett fertig. Aber für mich ist sie jetzt einfach schon einzugsbereit, wir haben sie auch schon zum Teil eingeräumt, also für mich ist sie jetzt fertig. So, und ich zeige es euch mal, ich mache immer die Tür zu. Ihr habt schon gesehen, wir haben auch im Flur schon Licht. Das zeige ich euch aber gleich noch alles. Ich würde sagen, starten wir einfach direkt mit der Küchentour hier. Ja, also, wir haben Licht. Tada! Einmal haben wir die Lampe, haben wir auch angebaut. So sieht es aus. Ich mache die euch mal am besten einmal auf. So, genau, so könnt ihr sie besser sehen. So sieht die aus. Die hat Felix angebaut. Und die macht auch wirklich ordentlich Licht. Wir haben extra so Energiesparbirnen drin, aber die machen echt total viel Licht, wie ihr seht. Ne? Also ist richtig, richtig toll. Ja, und dann seht ihr, haben wir hier hinten noch so Spots drin. Die sind ja schon ein bisschen länger da drin. Aber jetzt funktionieren die auch. Hier, tada. Überall einmal rum und ich finde, das sieht so schön aus, weil die Möbel sehr schön dadurch beleuchtet werden. Ja, und dann kommen wir auch schon zu den Möbeln, denn wir haben wirklich jetzt alles komplett aufgebaut. Tadadada! Es sieht so schön aus, Leute. Oh mein Gott. Ich komme aus dem Schwärmen gar nicht mehr raus. Seht ihr das? Umwerfend. So, machen wir auch nochmal das große Licht an. Richtig, richtig toll. Also wir haben jetzt hier den großen Hängeschrank. Und da sind so zwei Glasböden drin. Die wollen wir auch noch indirekt beleuchten. Haben wir hier schon so ein paar Sachen reingeräumt. Wie wir das noch einräumen, wissen wir noch nicht. Also es kommt alles noch. Hier oben haben wir jetzt unsere Gläser. Ich finde, das sieht richtig schön aus. Die können aber auch nicht da oben bleiben, weil ich komme hier nur auf Zehenspitzen an. Also ja, müssen wir mal schauen, wie wir das machen. Hier haben wir noch einen Schrank. Da kommt auch noch so ein Glasboden rein. Genau, alles Soft-Close hier. Ja, dann haben wir hier unseren Dings angebaut. Hier erstmal hier unser Stöpsel, sag ich mal. Und hier auch unseren Wasserhahn. So sieht der aus. Dann ist die Geschirrspülmaschine fertig. Tada, so sieht die aus. Von AEG, alles ein Gammel, so würde mein Vater jetzt sagen. Genau, die ist jetzt also auch fertig. Ja, dann haben wir unten die Leiste dran, wie ihr seht. Die ist also auch dran. Was jetzt wirklich nur noch fehlt, ist hier oben die Leiste. Da liegen die Einzelteile hier schon. Und das kommt, wie gesagt, hier noch einmal rum. Dann muss hier nochmal gemalt werden. Und hier oben hat Felix nochmal nachgespachtelt jetzt. Das wird nochmal geschliffen und ebenfalls nochmal übergemalt. Hier habe ich schon so ein paar Topflappen hängen. Und auch unser Zerranfeld ist drinne. Richtig schön, oder? Ich bin so begeistert. Sieht so cool aus. Hier habe ich schon unser Besteck eingeräumt. Und hier ist auch schon ein bisschen was drinne. Ja, so sieht es also jetzt aus. Und oh mein Gott, ich bin so verliebt. Ich kann es immer wieder sagen. Der Herd ist auch schon drinne. Der hockt hier. Genau, auch ein schöner Herd. Und was am meisten Kopfschmerzen bereitet hat, ist tatsächlich der Kühlschrank. Ja, der hat echt beim Einbau ganz schön viel Nerven gekostet. Aber jetzt ist er drinne. Und da bin ich auch mega glücklich. Hier haben wir auch schon so ein paar Sachen drinne. Aber das räumen wir, wie gesagt, alles noch ein, wenn wir dann wirklich hier komplett einziehen. Hier stehen jetzt noch ein paar leere Kartons. Hier waren zum Beispiel die Küchensachen drinne. Hier ist der von so einem Roboter, der ist nämlich hier schon fleißig immer am Fahren und macht hier immer sauber. Ja, hier steht noch von meinem Kinderwagen irgendwas, aber das kommt auch alles noch weg. Wir wollen jetzt hier noch so einen kleinen Tisch hinstellen mit zwei Stühlen und dann Lias Hochstuhl eben noch, dass wir dann hier erstmal essen, bevor das Wohnzimmer fertig ist. Genau, hat man hier so eine kleine Sitzecke noch. Ja, und das war jetzt die Küche. Also, ne, Leute, es sieht einfach so schön aus. Also, wir bekommen echt total viel Kompliment für die Küche, wenn hier irgendwelche Leute immer kommen. Also, irgendwelche Leute an Weihnachten zum Beispiel. Meine Familie, wenn die eben hochkommen, sind die auch immer total begeistert. Ja, im Flur, habe ich euch ja gerade gesagt, haben wir jetzt Licht, wenn man hier reinkommt. Da ist einmal
Da unten an der Tür direkt ein Schalter, da an der Treppe sind die Schalter und hier hinter mir ist auch nochmal direkt ein Schalter. Also kann ich hier das Licht auch wieder ausmachen und wieder anmachen. Dann hat Felix gestern hier das Fenster gemacht und zwar hat er einmal eine Fensterbank eingebaut. Da haben wir uns jetzt für eine weiße entschieden und er hat hier verkleidet und direkt gespachtelt mit so Schienen. Hier Schienen eingespachtelt und einmal alles direkt gespachtelt. Dann hat er allgemein nochmal ein bisschen nachgespachtelt und die Decke zum zweiten Mal gespachtelt. Wobei ich sehe, das muss auf jeden Fall noch ein drittes Mal. Aber das muss erstmal nochmal geschliffen werden. Das hat er eben noch gemacht und dann ist, wie gesagt, hier einmal Licht eingezogen. Aber genau, hier wird jetzt einmal morgen nochmal komplett geschliffen, gestrichen, nochmal gespachtelt, was dann noch gespachtelt werden muss. Und dann ist das hier auch gar nicht mehr so weit vom Laminatboden entfernt. Weil wenn das gemacht ist, kann hier schon der Laminatboden rein. Hier muss natürlich erstmal aufgeräumt werden. Das sieht katastrophal aus hier. Ja, ich mache jetzt hier erstmal wieder Licht aus in unserer schönen traumhaften Küche. So. Genau, also das haben wir hier. Und oben haben wir auch Licht. Kann man nämlich, glaube ich, hier genau so. Gehen wir mal hoch. Hier hat mein Vater unsere Wände aufgerissen. Einmal hier, seht ihr das? Und einmal hier, weil ein Kabel, dieses hier nämlich, ist verrutscht. Und deswegen mussten wir das hier in der Wand suchen. Er hat zum Glück so eine Kamera, mit der ist er dann rumgefahren da. Genau, hier oben haben wir jetzt auch Licht. Das ist immer ganz praktisch, weil vorher mussten wir halt immer im Dunkeln hier durch. Und das ist immer total nervig gewesen. Ja, und jetzt haben wir hier Licht. Das wird gleich noch heller, das ist so eine Energiesparlampe. Und ich weiß gar nicht, ob ich euch das gezeigt habe, aber wir haben jetzt hier auch Türen. Also hier oben sind jetzt komplett Türen drin. Das heißt hier die Badezimmertür, Gästezimmertür. Gästezimmer ist ja erstmal Abstellraum, ne? Also da ist noch gar nichts hinter sozusagen. Da sind wir auch im Überlegen, ob wir da nochmal die Decke aufreißen. Aber genau, hier im Bad haben wir eben auch die Tür drin. Hier ist noch kein Licht, die Lampe steht da aber schon. Und wir haben hier auch schon Lichtschalter und Steckdose. Das hat Felix schon gemacht. Und wir haben hier auch schon angefangen, die Duschkabine aufzubauen. Da fehlt uns leider ein Teil, das ist wohl irgendwie bei der Lieferung verloren gegangen, weiß der Geier. Mal schauen, ob wir das dann noch irgendwie wiederfinden. Ja, aber wir haben hier auf jeden Fall schon mal eine Tür. Richtig schick. Ich liebe das, ne? Kinderzimmer ist nichts passiert. Aber ich glaube, ich habe euch das Schlafzimmer noch nicht gezeigt. Also auf jeden Fall auf Instagram habe ich euch das gezeigt. Aber hier glaube ich, oh, kann ich jetzt hier überhaupt anfassen? Also ja, das sieht ganz schön komisch aus hier. Naja. Gut, also im Schlafzimmer haben wir Gardinen. Ich weiß nicht, kennt ihr die schon? Ich weiß es nicht. Ja, das sieht auf jeden Fall richtig gemütlich aus. Was ihr aber, glaube ich, nicht kennt, ist hier die neue Hemmnis-Kommode. Die haben wir jetzt hier stehen. Die sollte eigentlich in den Flur mit den Kerzen und so, also mit der Deko. Das sollte eigentlich in den Flur. Uns gefällt es hier aber so gut, dass wir jetzt einfach noch eine kaufen davon und die dann in den Flur stellen. Weil ich finde, das passt einfach total gut hier hin. Darüber soll ja der Fernseher da oben. Und ich finde, das passt total gut. Also entweder sie bleibt da stehen oder sie kommt hier hin. Das schauen wir mal. Da steht ein Bild, das muss nicht unbedingt im Internet zu sehen sein. Deswegen habe ich es umgedreht. Soll hier oben an die Wand. Genau, und hier ist eben der Spiegel, den kennt ihr ja schon. Und hier ist Chaos, weil wir hier eben alles jetzt immer hier reinstellen, was wir so an Umzugssachen haben und so. Genau, aber das finde ich schon mal richtig gemütlich aus, oder? Schreibt es mir in die Kommentare. Ja, und morgen geht es dann hier weiter. Morgen hat der Felix wieder frei. Und dann geht es hier wieder weiter. Ich hoffe einfach, dass wir auch bald einziehen können. Wir haben jetzt das Go vom Schornsteinfeger zwecks des Kamins. Also wir haben uns da einen ausgesucht mit dem richtigen Schornstein dazu. Und es passt so alles. Und wir könnten den eigentlich auch direkt bestellen. Der Schornsteinfeger kommt jetzt nochmal vorbei. Und dann sprechen wir nochmal mit ihm. Und dann geben wir euch auf jeden Fall auch Bescheid, was es da noch so zu sagen gibt. Und sonst wird der auch schon unten eingebaut, obwohl unten im Wohnzimmer halt noch nichts ist. Wir wollen ihn trotzdem einbauen, damit es hier auf der Baustelle eben warm ist und einfach zum Heizen der Räume sozusagen schon. Genau. Und dann schauen wir mal, wie wir das mit der Heizung machen. Es ist nämlich ein Kamin geworden mit, also der erwärmt halt auch das Wasser. Also das spart uns sozusagen die Heizung, sondern für Duschen und so macht halt eben der Kamin dann das Wasser warm. So, das nennt man wasserführenden Kamin. Und genau, dafür haben wir uns jetzt entschieden und das wird es sozusagen. Und dann schauen wir mal, wie das mit der Heizung ist. Ob wir dann extra noch eine Heizung brauchen oder ob das reicht. Ich denke mal, das reicht. Ja,
Schauen wir einfach mal. So sieht es auf jeden Fall bis jetzt hier aus. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Bau-Update gefallen. Wünsche euch einen ganz, ganz tollen Tag und dann bis zum nächsten Bauvlog. Tschüssi!